So, angenommen, wir haben jetzt das Vorder- und das Rückenteil gearbeitet. Das wäre das Stück. Ich zeige alles im Kleinformat. Wir legen das Ganze zusammen. Und zwar, ich habe in der Richtung gearbeitet. Da habe ich den Faden. Ich drehe das Ganze um. Dann habe ich hier die Mitte von der Arbeit, der Ausschnitt. Da ist der Maschenanschlag. Und zwar, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt schlage ich hier. Da, wo der Ausschnitt beginnt, ab da fange ich an und schlage die Maschen für dieses Stückchen Rückenteil und für das komplette Vorderteil an. Für den Ausschnitt habe ich ungefähr 10 cm für meine Größe ausgelassen. Ihr könnt auch Folgendes machen. Ich habe am Anfang auch ein bisschen mehr Länge für den Ausschnitt gelassen. Und anschließend habe ich ein bisschen zugenäht, also lieber ein bisschen mehr Ausschnitt arbeiten und dann zunähen, als wenn ihr zu wenig Tiefe dann habt. Also wie gesagt, ich habe für meine Größe für 34 etwa 10 cm, dann ist bei mir der Ausschnitt geworden, aber ich habe am Anfang ein bisschen mehr Ausschnitt gelassen. Angenommen, ich habe hier den Ausschnitt, das wären die 10 cm. So, am besten einen extra Faden dazu nehmen. Und jetzt nehme ich da die Luftmaschen auf. Ich mache es wie immer. Mehr Luftmaschen anschlagen, als ich brauche. Und zwar, wir brauchen dann praktisch diese längere Seite, müssen wir dann arbeiten. Moment, ich muss schauen, ob ich das richtig. Genau, das Vorderteil muss erstmal überlegen. Also, wenn ich das Ganze jetzt nochmal zusammenlege, das wäre dieses Vorderteil. Ne? Das Vorderteil bis zum Halsausschnitt. Und wir müssen jetzt die Maschen wiederum für den Halsausschnitt. Wir müssen von dem Punkt müssen wir hochkommen und dann wieder für das komplette Vorderteil die Maschen anschlagen. Also jetzt bin ich mit dem Ausschnitt hochgekommen. Jetzt muss ich komplett die Luftmaschen bis nach unten anschlagen. Wiederum nicht so fest die Maschen anschlagen, damit das Ganze sich nicht zusammenzieht. Dann noch ein paar Maschen schlage ich an und dann haben wir die komplette Länge von dem zweiten Teil. Wie gesagt, ich habe wieder ein bisschen mehr Luftmaschen angeschlagen. Genau. Also damit ich mit dem Muster nicht durcheinander komme, fange ich jetzt also hier die Luftmaschen, lasse ich einfach so, wie die sind. Man kann das auch abschneiden. Genau. Also ich fange, wir haben hier die Luftmaschen angeschlagen. Ich fange jetzt hier unten mit dem Muster an und arbeite das Ganze dann hier, damit ich auf das gleiche Muster komme wie auf der Seite. Also hier unten beginne ich dann an der Ecke. Also da habe ich diese Ecke. So, ich steche hier ein in die dritte Luftmasche, nehme einen Faden, ziehe einmal dadurch die Masche und arbeite drei Luftmaschen. Dann winde ich das Ganze. Jetzt arbeite ich das Muster hier bis da, wo unsere Luftmaschen sind, ganz normal. Also in dem Fall 5 Luftmaschen und dann arbeite ich hier in diese Luftmaschen 3 Stäbchen.
Dann wieder zwei Luftmaschen und drei Stäbchen hier in diese So, jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen. Jetzt haben wir schon mal unsere Luftmaschen. Und da arbeite ich jetzt, wie wir das hier unten schon gemacht haben, in die erste Luftmasche arbeite ich ein Stäbchen. In die zweite Luftmasche arbeite ich ein Stäbchen. Und in die dritte Luftmasche arbeite ich ein Stäbchen. So, und jetzt geht es weiter. Zwei Luftmaschen unten überspringen und in die nächsten drei Luftmaschen drei Stäbchen arbeiten. Dann wieder zwei Luftmaschen, zwei Maschen überspringen, in die dritte Masche Stäbchen arbeiten und so weiter. So entsteht das zweite Teil. So, jetzt vergleichen wir die Linie. Wir haben ja für drei Stäbchen und zwei Luftmaschen immer fünf Maschen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt umgekehrt zwei Luftmaschen und drei Stäbchen. Also das heißt, hier fünf Maschen und hier. Das passt. Hier. Hier fünf Maschen und bis dahin, nee, Moment, hier bis dahin, dann hier drei, also das Loch ist dann über den Stäbchen, das Loch über den Stäbchen, das Loch über den Stäbchen und das Loch über den Stäbchen. Dann haben wir die gleiche Maschenanzahl und die gleiche Länge. Genau, und am Ende der Reihe habe ich jetzt hier mit zwei Luftmaschen und mit einem Stäbchen beendet. Wie ihr seht, ich habe wieder zu viele Luftmaschen, die kann man dann einfach wieder auftrennen und jetzt das Muster weiterarbeiten, die Arbeit wenden und mit zwei Stäbchen beginnen, dann wieder zwei Luftmaschen. Könnt in der zweiten Reihe dann nochmal vergleichen, ob ihr das Muster richtig ausgerechnet habt. Das zeige ich gleich. So, dann also mit dem Muster weiter fortfahren. Also die zweite Reihe habe ich jetzt gearbeitet und die müsste genauso sein wie die Reihe. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von solchen Stäbchen und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also das heißt, ich habe das richtig angeschlagen. Und jetzt arbeiten wir in Reihen weiter. So, jetzt haben wir praktisch das Vorder- und das Rückenteil gehäkelt. Wenn wir das zusammenlegen, so schaut es aus. Also hier hinten haben wir den Ausschnitt. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Jetzt müssen wir auf den Seiten zusammen nähen, wie da, wo die Ärmel sind. Also den A-Ausschnitt lassen wir offen und arbeiten dann von da die Ärmel. So, und zwar auf meinem Oberteil schaut es so aus. Also hier habe ich zusammengenäht. Ich habe nach Muster 1, 2, 3, 4, 5 solche Stäbchen zusammengearbeitet. Das heißt, ich habe dann hier 5 Maschen, 10 Maschen, 15, 20 und dann noch diese zwei Luftmaschen. Das habe ich zusammengenäht und hier oben für die Ärmel. Die Ärmel sind bei mir ungefähr 18 bis 20 cm. Also hier die Breite, das hat sich aber noch ein bisschen zusammengezogen. Es ist aber auch etwas dünnere Wolle.
Und wir haben hier oben nach Muster 1, 2, 3, 4, 5. Und diesen Stäbchen. Und hier dann noch die zwei Luftmaschen. Genau. Und dann habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 10, 11 solche Stäbchen gearbeitet. Also Dreierstäbchen für den Ärmel. Das ist bei mir die erste Reihe dann. Dann habe ich einfach in Runden weitergearbeitet. Zeige ich euch gleich auch. Also wie man beide Teile zusammennäht, ich mache es immer mit dem Haken auch. Also ich mache es nicht mit der Nadel. Und zwar ich lege diese Teile zusammen, dann steche ich hier oben ein und ziehe diese Masche, die wir haben, dadurch. Jetzt wende ich das Ganze. So. Und dann schaue ich, hier haben wir nach Muster das zweite Stäbchen. Ich hole, ich steche da ein, vorne und hinten. Man kann vier Schlingen, man kann aber nur die innere Schlinge holen. Also hier von der Seite nehme ich die von außen und auf der anderen Seite von innen und häkle eine Kettmasche. Nochmal, also hier nach innen und hier auch die innere Schlinge holen. Masche holen und die linke Masche durch die rechte durch, nicht so fest zusammenziehen. Und dann von der ersten Luftmasche und von der zweiten Luftmasche immer die inneren Schlingen holen und dann zusammen arbeiten mit einer Kettmasche. So schaut es dann auf der Innenseite aus. Also hier ist die Naht. So, genau. Und so für den Armausschnitt dann Platz lassen. So, jetzt wende ich das Ganze auf die rechte Seite und hole da die Masche. Und jetzt arbeite ich das Ganze in Runden. Also in dem Fall, ich habe hier bis zu den Stäbchen gearbeitet. Und jetzt fange ich mit drei Luftmaschen an und arbeite hier wiederum zwei Stäbchen, wie wir das schon gemacht haben. Dann wieder zwei Luftmaschen, zwei, drei Stäbchen in die zwei Luftmaschen. Dann wieder zwei Luftmaschen, drei Stäbchen und so die Runde zu Ende arbeiten. So, jetzt bin ich am Ende der Runde und hier arbeite ich zwei Luftmaschen. Und verbinde das Ganze hier in die dritte Luftmasche, stiche ich ein und arbeite eine Kettmasche. Also ich habe hier auf der anderen Seite so ganz normal bis nach unten, wo die Luftmaschen sind, habe ich drei Stäbchen gearbeitet. Und hier dazwischen, da ist die Naht, habe ich noch zwei Luftmaschen gearbeitet und das Ganze mit einer Kettmasche verschlossen und die nächste Runde beginne ich mit fünf Luftmaschen und arbeite hier in die Luftmaschen drei Stäbchen und so weiter. Dann wieder alles nach Muster.
Sitzung und am Ende der zweiten Runde. Ich habe hier drei Stäbchen, zwei Luftmaschen. Jetzt haben wir hier die fünf Luftmaschen. In die letzten zwei Luftmaschen häkle ich zwei Stäbchen. Und schließe das Ganze in die dritte Luftmasche einstechen. Und mit Kettmasche verschließen. Also Masche holen und die linke durch die rechte durch. So habe ich die Runde verschlossen und so arbeiten wir dann weiter. Mit drei Luftmaschen beginnen, in die ersten zwei Luftmaschen zwei Stäbchen arbeiten. Und ab der ersten Runde immer wiederholen und in Runden weiterarbeiten. So arbeiten wir dann in Runden die Ärmel weiter. So schauen die Ärmel dann aus. Genau, ich habe es, wie gesagt, ohne Maschenabnahme einfach in Runden weitergearbeitet. Und jetzt zeige ich euch hier die, das Bündchen. Und zwar da muss man einfach individuell schauen, wie breit das Bündchen sein soll und wie viele Maschen man abnimmt. Also das Bündchen habe ich mit festen Maschen gearbeitet. Und zwar, ich habe da die Maschen abgenommen. Also wir haben jetzt hier unsere Runden gearbeitet. Jetzt häkle ich die festen Maschen. Erst in eine Luftmasche erst. Und jetzt nehme ich die Maschen ab. Ich gehe in die nächste Masche und hole eine Masche und dann gehe ich noch mal in die nächste Masche und hole die zweite Masche. Jetzt habe ich drei Maschen auf dem Haken. Ich gehe alle drei durch. Jetzt gehe ich in diese zwei Maschen, da wo die Luftmaschen sind, in die obere Schlinge, hole die Masche, dann gehe ich in die nächste Schlinge, hole die Masche. Drei Maschen, ich gehe alle Maschen durch. Und so gehe ich weiter vor. In das nächste Stäbchen, in das zweite Stäbchen, drei Maschen durch. Dann ist das nächste Stäbchen hier in die obere Schlinge, alle drei Maschen durch. Wenn das zu eng sein sollte, wenn man die Maschen jetzt auf die Art und Weise abnimmt, dann kann man eine Masche auslassen. Zum Beispiel hier häkle ich dann eine feste Masche und dann erst in die nächsten nehme ich die Masche ab, dann arbeite ich wieder eine feste Masche und dann nehme ich die Masche ab. Alle drei Maschen durch. So einfach dann anpassen von der Breite, wie es am besten passt, ne? Mehr oder weniger Maschen abnehmen. So, ich nehme dann weiter die Maschen ab. So, jetzt bin ich am Ende der Runde angekommen. Jetzt kann man auch ohne die Runde mit Kettmasche zu schließen einfach weiter feste Maschen arbeiten. Und zwar, ich habe hier die erste feste Masche. Ich arbeite da wiederum eine feste Masche, wie gesagt, ohne mit Kettmasche zu schließen. Und arbeite jetzt einfach mehrere Runden feste Maschen. Einfach durchhäkeln, bis dann die gewünschte Breite erreicht ist. Einfach dann in jede Masche einstechen und feste Masche arbeiten.
Schauen wir mal. So. So schaut das Ganze jetzt aus, ne? Wir haben hier unten angefangen, deswegen beende ich die Runde auch hier unten, damit man die gleiche Anzahl von Reihen hat. Genau, und hier das Ende dann einfach ganz so machen, dass man hier die Masche, also hier bei der nächsten Masche den Haken von hinten einstechen und diese Masche nach hinten ziehen und dann abschneiden und vernähen. So fällt es nicht auf, dass wir jetzt hier die Runde beendet haben. So, genau.